sagen, hier machen wir mal auf alle Fälle das Viertel fertig. Dann geht's los. 85, ach, 58 Meter. 85 Meter. Falsche Richtung. Also wir müssen irgendwo da... Hier muss auch irgendwo noch eine Scherbe sein, sehe ich gerade. Ist hier irgendwo ein Rauchabzug? Ja. Ah, jetzt gar nicht mehr so weit weg. 12 Meter, 11 Meter. Ah, ich glaube hier oben. Oder? Achso, wir können hier mal dann machen. 5 Meter. Ah, hier ist es. Hallo. Stehen hat mir an dem Morgen einen Spezialauftrag gegeben. Das war eines der schlimmsten Dinge, die ich je tun musste. Ich sollte die Abholung der positiv auf das Konduit gehen getesteten Personen überwachen. Wir zerrten sie aus diesen großen gelben verdächtigen Käfigen, die überall in der Stadt stehen. Ich musste 20 um sich tretende, schreiende Menschen aus diesen Käfigen holen, die mich anflehten, sie gehen zu lassen. Meine Frau fragte mich, wohin ich sie bringen würde. Ich sagte ihr, sie käme an einen sicheren Ort, wo niemand ihr wehtun würde. Und wenn das alles vorbei wäre, könnte sie wieder nach Hause. Ich hoffe, diesmal hatte ich recht. Ja, ein weiteres Audioprotokoll haben wir uns angehört. Und das sagt uns einen Blick in die Karte. Ach, hier gibt es sogar noch eins in dem Bezirk. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal hin. Das geht dann da lang. So, wir lernen uns mal mit Neon auf, um einfach mal dann auch den Unendlichkeits- oder unendlichen Lichtgeschwindigkeitslauf zu probieren. Hallo? Runtergefallen? Huch. Kann ja mal passieren. 3 Upgrades verfügbar. Gut, gut, gut. Ja, jetzt ist die Frage, was wollen wir nehmen? Was haben wir denn hier? Laserfokus. Mhm. Was macht der? Verlangsamt kurz die Zeit beim Zoom. Ha, lässt sich also besser zielen. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Was haben wir hier noch? Phosphorstrahl. Halten Sie R1 gedrückt, um einen starken Strahl versendenden Lichtes aufzuladen und abzufeuern, natürlich um Ausrüstung und Fahrzeuge. Achso, das ist im Prinzip bloß, das können wir ja schon, die Eigenschaft, nur die nochmal verstärken. Ich nehme das erstmal mit dem Laserfokus. Wir sammeln ja noch ein paar Scherben. Ja. Gut. In die Karte schauen wir jetzt. Hier wollten wir hin. Und dann los, dann rennen wir einfach mal. Das ist natürlich schon nice. Ups. Na, 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 na. Umgefallen. Geh nochmal weg. Hör doch mal auf. Ich flitze mal kurz weg. Ich bin ein...
Das war schon mal gut. Das lässt sich natürlich gut auf die Schwachstellen ziehen. Einmal frei. Umso besser kriegen wir das mit dem Karma hin. Jetzt kenne ich den Schwachpunkt. Einmal frei. Das ist natürlich eine gute Eigenschaft gewesen, würde ich sagen. So, unsere Bombe ist auch wieder einsatzbereit. Was haben wir denn eigentlich hier markiert? Ich glaube auch wieder eine Scherbe, ne? War hier eine Scherbe? Oder war das die fliegende, die wir gerade hatten? Ja, ich glaube, das war die gerade gewesen. Na, dann machen wir zu der nächsten. Jetzt geht das ja eigentlich mal relativ zügig hier mit dem Speedrun. So, halt, hier muss irgendwo was sein. Ab nach oben. Ich glaube, wir sind gerade direkt dran vorbeigelaufen. Genau so ist es. Pam. Da sehe ich schon das nächste Autoprojekt. Mein Gott, wie ein Knoten in der Zunge hier. Das gibt's doch gar nicht. Geht's weiter? Wo wird sein kurzer Level? Das sieht gut aus. 30 Meter, 29. Schon mal nicht die schlechteste Richtung, würde ich sagen. Probieren wir mal da drüben. Und dann kommen wir natürlich nicht hoch. Ich will doch noch bis hoch. Also ich denke dann da drüben. Na, dann probieren wir es da drüben halt. Oh, 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 ja, fast drauf gelandet. Da ist es. Wir haben heute jemanden aus ihrem Dorf festgenommen. Er war ziemlich am Ende, aber noch bei Sinn. Ihr komisch seid zäh. Augustin erklärte ihm, sein Conduit-Gentest sei positiv und er hätte nur eine Chance, sich hier anzuschließen. Er hat sie angeschaut und angefangen zu lachen. Sie war außer sich. Ich habe ihre Du-bist-auch-ein-Conduit-Taktik schon häufig erlebt. Funktioniert öfter, als man denkt. Nicht bei ihrem Kumpel. Nicht bei ihrem Kumpel. Er hat einfach weitergelacht, bis Augustin befohlen hat, ihn nach Curtain Cay zu bringen und ihn dort verrotten zu lassen. Als sie ihn aus dem Raum gezerrt haben, meinte er, wenn Delson dich findet, grüß ihn von der Nekomisch. Aha. Tanzen, tanzen. Origami Airlines. Na, das bin ich ja mal gespannt, was das wieder für ein schickes Bild wird. Lasst uns die Dose schütteln. So. Erste Lage ist fertig. Na, ein bisschen müssen wir noch. Ja. Eine Spraydose in der Hand verschönert jede Wand. Ja, das ist ja mal ein Flieger. Haha, jetzt machen wir mal ganz schnell hier die Nummer. Prima. So, jetzt leuchtet hier alles schön. Nicht alle erwischt. Ist ja merkwürdig. Einer ist übrig geblieben. Noch einer. Also das mit dem Zoom, verlangsamten Zoom, ist natürlich schon nice.
muss ich mal ehrlich sagen, es macht einiges einfacher. Was? Jetzt gleich hier? Ha, wir sind hier heute zusammengekommen, weil... Ach nee, komm, lass sein. So, da sehe ich noch eine Scherbe. Die hole ich mir. Ah, ich sehe schon, hier liegt sie. Schön versteckt. So, was gibt uns dieses Viertel denn noch? Zwei Scherben sehe ich hier noch. Ein Geheimagent und eine versteckte Kamera. Ah, mit dem Geheimagenten, das ist irgendwie, das macht irgendwie überhaupt keinen Spaß. Aber wir können es ja nochmal probieren. Wir holen uns aber erst die eine halt. Da wollen wir doch gar nicht hin. Ich habe gar nicht richtig markiert. So, jetzt. Das ist nämlich völlig andere Richtung, die wir müssen. Platz da. Hier so rum. Da so rum. Auf den Supermann. Da war sie, da war sie. Ich habe sie gesehen. Haha. So, gelandet. So, und eine haben wir noch. Die war... Hä? Da drüben ist ja auch noch eine. Wie jetzt? Ach, wir sind schon wieder in einem ganz anderen Viertel gewesen. Die ist quasi ins andere Viertel geflogen. Soll uns egal sein. Also zum Schnellreisen ist das hier ganz praktisch, würde ich sagen. Nicht die schlechteste Fortbewegungsart. Ich sehe jetzt alles ganz anders. Ja, wie denn? Schlimm. So, wir haben wieder Upgrades verfügbar. Schauen wir uns doch mal an. So, 6 Scherben haben wir. Wir können, was hatten wir gesagt, den verbesserten Stase, Stasis, ach, na, das Ding hier jedenfalls, die Blase. Oder wir nehmen erweiterten Fokus. Das wird dann also noch langsamer oder die Zeit zumindest verlängert. Was haben wir hier? Schnelllader. Lichtgeschwindigkeit mit Kreis lädt Laserfokus. L2 sofort wieder auf. Aber den können wir nicht immer und ständig nutzen. Nehmen wir erstmal das. Mal gucken. So, abgelaufen. Und jetzt sehen wir, jetzt müssen wir warten, bis der wieder aufgeladen ist. Aha. Und das würde dann nachher also schneller gehen. So, jetzt holen wir uns noch die Kamera, die geheime. Da ist die, der Missionsstart. Zeigen Sie den vom DUP, wo es lang geht. Sie geben mir Hoffnung. Aha. So, schauen wir mal, wo guckt die denn hin? In den Park. In den Park. Schranke, okay, lass uns mal gucken. Die muss also irgendwo hinter uns sein hier. Fast wieder aus dem Bereich raus. Ich würde sagen, da drüben muss es sein. Weil die Schranke haben wir nämlich gesehen. Rein theoretisch. Aha, ich war schon aus dem Bereich raus oder was? Nee. Ja, da ist die Schranke. Okay. Schranke. Wo war sie jetzt, die Schranke? Hä?
bisschen blöd bin ich wohl. Moment, ich muss gucken, ich muss mich orientieren. Ich habe hier so eine Orientierung wie so eine Bockwurst. Ich würde vermuten, da ist er irgendwo. Ah ja, ich sehe uns auch. Guck mal, da unten links waren wir gerade. Der, sag mal, das kann ja heute gar nicht sein. Da oben ist er, über dem Schild. Jetzt sehe ich es. Meine Güte. Peng. Weg ist er. Gut, nun sind wir ja nicht weit weg von dem Geheimagenten. Den werden wir natürlich gleich nochmal probieren. Jetzt können wir ja auch schneller laufen irgendwie. Also nicht schneller, aber ausdauernder. Dann schauen wir mal, wo der Bursche ist. So. Können wir den schon ausmachen? Den Burschen? Such dir einen Job, Mann. Ach, das ging diesmal ja richtig schnell. Wie geil. So, und somit müssten wir das ja eigentlich soweit erledigt haben. Bis auf ja diese Viertel-Herausforderungsmission. Und die werden wir jetzt machen. Und dann haben wir das Viertel auch. Es geht doch voran. Einwandfrei. Stopp. Hier ist jemand, dem man helfen könnten. Das machen wir natürlich. Auf den Schultern hast du deinen Kopf. Meine Güte. Die können fragen. So, haben wir dann auch gleich wieder eine Schnellreise. Fertig. Eine Schnellreiseoption, wenn wir die Sache jetzt hier beendet haben. Auf geht's. Hallo, hier ist die DUP-Notrufzentrale. Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Na, was hast du gerade an? Bist du der Schatz? Moment, die Stimme kenne ich. Sie sind dieser Spinner, der hier ständig anruft. Richtig. Oh! Wieso nehmen die meine Anrufe überhaupt noch an? So, was erwartet uns diesmal für eine Truppe? Da kommen sie schon. Oh, mit cool. Alter, das ist uncool. So. Nicht geklappt. Ah, ich stehe wieder im Stein fest. Doof. Ah. So, den ersten haben wir auf alle Fälle. Haha, mit dem Zoom, das ist wirklich prima. Das gefällt mir. Ich hänge an der Fassadendach fest. So, auch den haben wir. Ich sehe schon, wir können, glaube ich, auch gleich wieder, wenn es so weitergeht, die Bombe einsetzen. Aha, auch den haben wir. Ein noch. So, das war's. Ab geht die Hütte. Ich bin geblitzdings. So, einer ist noch irgendwo.
ist er denn, der Bursche? Da oben. Komm doch mal runter. Haut der wieder ab. Ich glaube, das war's. Prima. Sehr schön. Sehr schön. So, die Schnellreise haben wir geschafft. Krokodiljacke. Wir könnten ja mal eine andere Jacke anziehen, wa? Und keine Patrouillen mehr. Einmal frei. So, dann gucken wir mal. Andere Jacke. Hier, so, wa? Die? Ach, oder die? Die oh, hm. Das ist die Krokodiljacke. Agentenjacke. Und unsere normale Standardweste. Rest in Peace. Mhm. Einsamer Wolf. Na, die haben wir ja noch nicht. Die ist irgendwie noch rot. Ja, was soll man anziehen? Ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach mal die Krokodiljacke. Genau. Nice. So, damit haben wir das auch geschafft. Schön. Schön, schön. Nun ist die Frage, machen wir die beiden Dinger hier unten auch noch fertig oder führen uns nachher noch irgendwelche Missionen hier hin und gehen jetzt erst schon mal hier zur Brücke? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, Freunde, da haben wir ja heute wieder einiges geschafft. Und wie wir uns entscheiden werden, wo wir hingehen oder was wir als nächstes machen, das sehen wir, wenn ihr wollt, morgen in der nächsten Folge um 19 Uhr wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, ciao.